Wir freuen uns, dass mit diesen drei Herren und einer Nonne an der Kirche jetzt vier weitere Alltagsmenschen nach Techte kommen. Wir freuen uns vor allen Dingen auch, dass die Innenstadt dadurch noch mal ganz deutlich belebt wird. Das bringt Attraktivität. Die Leute bleiben stehen, machen ihre Fotos. Das ist eine wirkliche Attraktivität hier für die Stadt Techte. Sie sind herzlich willkommen. Alltagsmenschen wieder ein bisschen Freude in die Innenstädte zu bringen, gerade auch nach Corona. Hier wieder ein bisschen Belebung und auch ein bisschen in den harten Zeiten auch das Schmunzeln, was die Menschen auf jedes Gesicht zaubern. Also das ist so ein Förderzweck, da geht uns, glaube ich, allen das Herz auf. Und dafür steht auch sehr gerne die Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost. Einfach kleine Kulturbeiträge an unterschiedlichsten Städten im Geschäftsgebiet zu setzen. Und da finde ich das einfach ein ganz großes Symbolbild für eben den Gedanken der Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost.